Jo Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Video. Heute zocken wir mal eine Runde Apyrophobia in Fortnite, in Roblox, Digga, geil. Mit allen, die hier auf diesem Bildschirm seht und viel Spaß mit dem Video. So Leute, wir sind jetzt im Spiel drinne und wie ihr hier seht, sind wir einfach in den Backrooms. Geil, wir versuchen jetzt einfach mal zu entkommen, würde ich sagen. Das werden wir auf jeden Fall schaffen. Darf man nicht. Kannst auch sprinten, ne, Migo? Also sprinten. Es kommt, links, nach links. No homo, ne? Hilfe, ich bin nicht hinter euch hergekommen. Geh nach rechts, ich bin das nach rechts. Das muss nur einer von uns schaffen, theoretisch. Bei mir ist ein Zweiter. Zweiter? Ja, bei mir ist noch einer. Bin woanders lang gelaufen. Ich bin bei einem Pfeil hinterhergelaufen. Ich bin tot. Okay, wir warten, bis es einer von uns ist. Drecksvieh, Digga. Also ich lebe noch. Digga, wir hatten hier gepfiffen. Das ist so ein Lock, die wollen nicht locken. Ich hab nicht gepfiffen, Bro. Ja. Geh mal, verfolg unbedingt drin, mal. Ich bin drin. Ich hab's. Sehr geil. Verfolg unbedingt mal, geh mal unbedingt dahin, wo es gepfiffen hat. So, wir werden gespawnt. Ich glaube, das mache ich mal eher nicht einfach. Bei mir ist Blech. Okay, Leute. Wir sind Pipe Dreams. Let's go. Erstes Level geschafft. Hier ist nichts. Das ist aus, als ob ich das wäre. Das ist wirklich doof. Also wir müssen warten, bis das Ding ein bisschen weg ist. Ja. Dann wir müssen jetzt diese Räder raus. Aufdrehen. Diese Ventile müssen wir aufdrehen. Also ich wäre lieber Lockvogel, actually. Ich eigentlich okay. Auch. Ja, dann suche ich also nach dem Zeug. Ich und Otto. Otto und ich, aber ja. Halt's Maul. Okay, wir müssen erst warten, bis das Ding weiter weg ist. Wir müssen erstmal warten. Ihr dürft nicht die ganze Zeit da reinsteppen, Digga. Dann kommt das immer wieder zurück. Du bist crazy. Ja, hör mal auf zu pfeifen jetzt, Junge. Wer pfeift denn hier? Hör mal auf zu pfeifen, Bro. Der kommt doch immer wieder. Okay, los, Mikko. Okay, pfeift. Ah, der ist genau da, wo ich lang wollte. Es kommt. Nee, es kommt nicht hin. Zu uns. Der kommt mir hinterher. Zu euch, Alter, sonst bin ich Digga, der kommt nicht. Komm jetzt her! Wo ist er? Okay, er ist nicht hinter uns, oder? Es kommt zu uns. Okay, wir haben's. So, wow. Wo waren diese Goofy S-Ventile? Okay, ich hab eins. Okay, ich hab immerhin schon mal den Ausgang gefunden. Ich hab eins. Okay, hab auch eins. Okay, hab eins. Okay. Ah! Okay, noch eins. Otto, noch eins. Wie viele waren's? Keine Ahnung. Ich glaube, der kommt in eure Richtung. Oder ich bin mir nicht ganz sicher. Also er ist jetzt wirklich die ganze Zeit bei uns. Wenn ihr nicht komplett doof seid, dann könnt ihr eigentlich nicht sterben. Er kommt eigentlich dieses... Okay, ihr habt, glaube ich, das letzte. Das ist direkt neben dem Kraken-Ding. Okay, es war nicht das letzte. Okay, hier ist noch eins. Wow, okay, jetzt kommt er gefährlich nah. Nico, Es ist offen. Okay, geh rein. Okay, let's go. Die Menschen stirbt jetzt. Ja, wäre ja nicht so schlimm, oder? Verlieren wir dadurch ein Leben? Ja. So, ja, dann. Nee, das nur wenn man respawnt. What's going on with your face? Ist der auch gerade mit Roll? Ja. Kann uns hier was passieren in dem Level? Nee, das ist richtig lustig hier, das Level. Leute, guckt mal hier. Oh, wieso seid ihr so schnell? Was macht das als ich? Janus, spring mal hier runter. Spring mal. So, tot. Du musst ich jetzt tun. Ja, hier ist Sprinten, glaube ich, tot in dem Level. Jetzt kommt so ein Kriechding. Okay, stehen bleiben. B. Was machst du? Was machst du denn? Also, so, ich wollte stehen bleiben, aber ich wollte auch gucken, Digga. Ja, wenn du irgendwas machst, bist du dann tot von dem P, ne? Was soll ich jetzt machen? Zuschauen. Bleib stehen! Bild doch mal, ich sehe das viel. Ach, Opa, ich hab nichts gemacht. Oh, was ist denn das für eine Spectator-Ansicht, Alter? Ich guck Dirk zu, aber ich guck nur seinen Bauch an, Alter. Was ist das? Ey, könnt ihr mal wieder respawnen, Bro? Ach, wer soll respawnen? Na, weiß nicht. Doch, Otto. Hä, hey, Digga, ich will das doch jetzt nicht alleine. Du musst eigentlich nur so ein paar Schlüssel finden und einer muss pfeifen. Okay, ich kümmere mich ums Pfeifen. Dicker! Bro, was machst du? Hallo! Junge! Du bist die absolute Sabotage, Digga. Wer? Pfeif! Komm, Digga, pfeif doch nochmal, wenn er genau vor dir steht, Bro. Junge! Bro, er läuft durch Otto durch. Digga, warum pfeift ihr denn die ganze Zeit? Nicht zum Mikro. Naja, um das Ding anzulocken, Bro.
So, sind wir drei Lockvögel jetzt oder was? Ja. Ja gut, das verstehe ich auch nicht. Also ich wollte. Also so hättet ihr auch nicht respawnen brauchen. Braucht ihr euch eigentlich, um hier mitzunehmen? Ja, aber so sind wir absolut sicher, weißt du? Dass falls mal doch eine Lockvogel stirbt, dass immer noch zwei andere Lock da sind. Ja. Okay, hab den ersten Schlüssel. Okay, hab zwei Schlüssel. Hab drei Schlüssel. Was sag ich, wenn wir das Zepter... Hast du alle gefunden? Nico muss jetzt noch Knöpfe finden. Ja. Das soll er auch noch alleine machen, Bro. Ja. Ja. Oh ja, okay. Wir können natürlich, wenn wir so Speedrun machen, Digga, dann können wir natürlich. Stehen gerade zu dritt auf einer Stelle, um das Ding zu locken. Das ist kein Speedrun. Bro, ich mach Speedrun. Das ist wirklich alles andere. Das ist ja wirklich alles, aber kein Speedrun. Ey, Micho, soll ich dir helfen? Nein, Bro, was für. Wenn du nicht möchtest. Ich möchte aber. In Ordnung, dann hilf mir. Oh, das war gerade so close, Alter. Ich habe hier so eine Bombe gefunden. Was für eine Bombe, Digga? Simulation Core steht hier. Ja, das ist auf jeden Fall eine Bombe, Digga. Ah, ich hab einen. Das hat irgendwie... Alarm ist angegangen. Ja? Alarm? Okay, dann sind wir fertig. Und der ist jetzt hinterhergerannt, der Dude, oder? Junge, das Teil hat mich gerade angeschnüffelt. Ja, mich auch vorhin. Bro, warum pfeifst du denn jetzt noch? Der soll doch chillen. Nein, Bro, du sollst chillen. Ach so. Wie hier, oder was? Ah. Oh, okay, ich hab's geschafft, nice. Okay, ist ja nichts, ne? Nein. Rah! Hier ist Simulation Core. Bro, wie weit geht das denn hier runter? Kommt als nächstes? Mal gucken. Pool. 360. Hast du gesehen? Guck mal, was war das für ein schneller 360? Scheiße. Alright. Hier war das mal diesen Glas. Okay, du musst jetzt hier diesen Rohren folgen. Nee, ich glaube, das war random. Ja, da fehlt doch jetzt hier, oder? Wo seid denn ihr? Wartet mal. Hast du das schon? Ja. Stark, schweres Level. Ja, es gibt viel Schmutz, aber auch viel abnormal schweres. Das ist kacke, Bro. Das ist, oh, oh nein, das ist das mit diesem Typen, der deine Gestalt annimmt, Bro. Ey, warte mal, könnt ihr mal nicht so schnell rennen, Bro? Ich sehe bis jetzt nur Mikko die ganze Zeit, wenn das Mikko ist hier. Nee, ja, ich weiß nicht, kann auch sein, dass ich das bin. Ja, kann auch sein. Ey, und sieht man den aber auch einfach so, da kann er einen auch so mäßig überraschen. Der ist ja noch einfach mal nicht mal. Kann der auch pfeifen, der Typ? Das wäre ja der Arsch. Alle Monster pfeifen. Och, Digga. Digga, ich hab grad pfeifen gehört. Auch. Also, klar, wir sind auch beieinander. Also, ich hab zumindest nicht gepfiffen. Bro, wo bist du, Otto? Ich bin hier lang gegangen. Bro, pfeifen ist bei mir, ist hart, Digga. Das ist mega weit weg. Ich würde nie einfach so pfeifen, außer wenn ich irgendwie Lockvogel spiele. Aber nee, durch diesen Dorn kann man nicht durch, ne? Bro, ich muss mal kurz regenerieren, ich kann gar nicht mehr sprinten. So wie in Real Life. Dark. Ich glaube, ich habe ihn bisher einmal oder so gesehen. Ah, wer ist das? Otto? Hier ist er, er ist hier. Bro! Nein! Bro! Was passiert? Ach nein, ich will doch nicht sterben. Nein! Otto, nein, oh Otto, da bin ich hergekommen, da ist nix. Ich bin wahrscheinlich die ganze Zeit im Kreis. Okay, respawnen aber nicht. Ich weiß nicht, wo ich hin... Ach, hat mich auch. Hat der jetzt die Gestalt von Biano oder? Ja, von Biano. Dann gibt's jetzt zwei, einfach einmal mich und einmal. Digga, ich komm die ganze Zeit zu dir, Otto. Holy shit, Bro. Jetzt spectaten, oder? Müssen wir spectaten? Ja. Respawnen. Oh nein, ich hab ein Pfeifen gehört. Okay, andere Richtung. Bro, ich seh's so. Aber teilt euch einfach am besten auf, dann stirbt wenigstens einer von euch nicht direkt dann. Ja, so haben wir wenigstens so eine Chance. Ja, teilt euch. Schon. Oh, Scheiße, da ist er. Da ist Biano. Nico, renn! Ich guck dir zu, renn einfach, renn! Hier bei mir gerade einfach rum. Warum lege ich das? Kann sein, dass ich das bin. Eintopf, ja. Eintopf-Top. Bro, ich bin der mit dem schwarzen Skin. Oh, nice. Alter, endlich. Ich hab's auch gesehen, Otto. Ich wäre jetzt auch dahin gegangen. Alter. Dass man fürs sieht Video, den so du? Und man weiß direkt, man ist... Man stirbt. Sorry, ich wollte noch. Oh nein, nicht Level Run. Nein. Ja. Okay. Jana, okay, du musst rennen. Ja. Ach nein. Einfach rennen. Alter, das ist laut. Oh, die sehen dich! Das ist so laut! Warum bin ich gestorben? Ja, wir sind alle gestorben, oder? Bist du auf Otto? Bist du auf Otto? Hä? Ich bin einfach. Ich war stuck! Ich konnte einfach gerade nicht sprinten. Oh Mann. Bro, jetzt ist schon scheiße selber. Okay, jetzt geht's los, jetzt! Kann man hier unendlich lang sprinten? Nein, kann man nicht. Nee. Springen geht's noch mal. Ja. Ich bin der letzte von euch. Ich bin am Arsch. Ich bin der letzte. Seh nicht. Hilfe.
Nein! Wie lange geht denn dieses Level, Alter? Das geht ewig. Das geht Ewigkeiten, Bro. Ach nee, Digga. Ja, ja, ja. Hast du geschafft? Ja, Alter. Ich glaube, wir sind jetzt bei den Computern. Alter. Leute, wir werden jetzt bei den Computern sein. Wir sind Level The End. Ja, das müsst ihr machen, das habe ich nie gecheckt. Alter. Bro, that's easy, man. That's easy. Yo. Jetzt musst du ja noch machen, Schlüssel yeah. Finden, ne? Nee, so ein Code und so ein so Farben finden und das ergibt einen Code. Ach so, ja, so 5 orange oder so. Ja, ja, genau. Ja. Alter, das ist widerlich. Ich hab einmal orange. Was mache ich denn damit jetzt, ne? Keine Ahnung, hier gibt's so einen Dreckscomputer. Ist das hier auch ein orangener oder was? Ich hab eher das ist gelb. Das ist gelb. Was mache ich denn hier mit dem orangenen? Ja, merken, dass du einen gefunden hast. Also wir haben orange, gelb. Hier ist rot. Orange, gelb, rot. Orange, gelb, rot. Blau, grün. Orange, gelb, rot, blau, grün. Hier ist noch einmal lila. Nee, das ist orange. Hier, Otto. Es gibt nur einmal rot. Das war mein rot. Hier ist das lila, wo ich bin. Okay. Orange, gelb, rot, blau, grün, lila. Muss hier, was ist das hier? Okay, hab's. Code ist 6588. Das ist einfach das, was hier steht, mit der Anzahl davor schreiben. Also zum Beispiel hier bei Rot, wenn es ein Rot geht, dann, okay, dann schreibt er hin 1-1. Wenn es dann ein grünes gibt, dann 1-2 und so weiter. Ich hab's actually nicht verstanden jetzt. Komm hier nicht durch. Ah doch. Ich muss seitlich durchgehen. Jo. Wo seid ihr? Bro, ich glaube, ihr seid irgendwie falsch im Weg gegangen. Ich bin weiter. Ja, ich und Otto sind weiter. Crazy, ich hab ein 360 gemacht, Bro. Den Code zusammengekommen. Ach du Scheiße, nee, das macht ihr. Ja, hallo. Also, habt ihr ein Buch? Ja, ich hab ein Buch. Ja, ich hab das schwarze Buch. Ja, ich hab... Ja, bla bla bla. Ah, hier sind die Codes drin, hier sind die Codes. So. Also einer geht jetzt mal ans Tür, an die Tür. Hm. Okay. Und gibt mal die ganzen Codes ein. 1, 2, 4, 1. Nee. 5, ja. 7, 2, 3. Nee. Mann. Nee, ich sag's nicht. 3, 2, 5, 1. Ja, das ist es. So, der Raum ist schon. Muss man hier suchen? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, letztes Mal, wo ich Leute, hier war, habe ich was aus dem Internet gesucht. Wenn ihr bei diesem Level seid, müsst ihr einfach, jetzt geht doch mal weg hier, ich sehe nichts. Bro. Und zwar, wenn ihr hier seid, dann müsst ihr einfach Y eingeben und dann auf Confirm drücken. Und das war's. Das ist die Lösung. Ihr müsst Y eingeben. Wie findet man das raus? Einfach durch Versuchen oder was? Nee, da steht da irgendwie komisch auf dem Bildschirm drauf. Dirk, Alter. Wow. Jetzt kommt das Level. Das Welches? Ist das Schwerste. Das ist das Schwerste, Bjarne. Oh nein, ich mag keine Schwer. Das ist das, wo du dich im Vent verstecken musst. Nein, nicht das! Verstecken musst. Nein! Was? Das ist crazy schwer, Bjarne, das ist crazy schwer. Also, Wieso? Das ist das schwerste Level im ganzen Game. So, Leute, wir können jetzt erstmal nach da ganz hinten rennen. Wir müssen uns jetzt eine Karte aus dem Internet aufmachen, weil sonst kommen wir hier nicht. Ich hab Angst! Ganz wichtig, du musst in die Spinte. Das ist Safe Zone. Kann ich mich permanent verstecken? Warte, wo seid ihr hin? Wo seid ihr hin? Such dir dann einfach einen Spind. Wo seid ihr hin? Da. Okay, ich bin jetzt im Spind. So, Leute, ich werde mal die Map einblenden. Kann ich jetzt nicht einfach in dem Spind chillen und einfach warten? Theoretisch, ja. Ja, ich bin Profi in dem Game, Bro. Ich hab das. Aber ich glaube, du kannst nicht vor dem Ding in einen Spind gehen, oder? War das nicht so? Ich glaube, das Ding zerrt dich auch raus, oder? Also, bei mir ist er gerade ziemlich nah. Ja, ich höre ihn die ganze Zeit. Ja, wenn du dieses Herzklopfen hast, dann ist er nah bei dir. Was ist jetzt, was müsst ihr jetzt hier schaffen? Was muss man jetzt hier in Ausgang wenden oder was? Ja. Ja, es war auf jeden Fall. Okay, er ist bei mir vorbeigelaufen. Ja, okay, jetzt läuft er bei mir vorbei. Leute, ich zeichne es auch mal ins Video ein, wo ich gerade bin. Jetzt schaffe ich es ja. Ich weiß halt nicht, wo ich bin. Von euch hat gerade gepfiffen. Okay. Oder ich bin im nächsten Spind. Ach so. Ah, okay. Warum erstellt man so eine schwierige Map? Ich glaube, jetzt weiß ich, wo wir sind. Wir müssen hier lang. Dann. Ah! Okay. Bin dead. Nein, Bro!
Da ist einer. Ja, da vorne ist noch einer. Okay, das Gute ist, Bjarne, ich weiß sowieso. Bro, er ist an mir vorbeigerannt. An dir vorbeigerannt? Ja, Bro, er ist gerade komplett an mir vorbei, straight. Rico, oh nein, okay, nein. Jetzt ist er wieder vorbei. Ach, Bro, Digga. Rico ist gestorben. Digga, wir schaffen das niemals. Doch. Doch, wir könnten es schaffen. Unser Main-Character ist gestorben, Leute. Egal, ich kann auch respawnen. Bjarne? Ja. Ey, hier ist jemand bei mir. Geh nochmal aus deinem Spind raus. Nico, du warst bei mir. Geh gleich den Gang, also den Durchgang rechts von deinem Spind. Und dann gleich nach links. Hier lang? Ja, okay, hier ist der große Raum. Okay. Dann viel Glück. Digga, nein. Renn bis hinter. Bjarne, bist du im großen Raum? Ja, na kurz davor. Bin im Spind. Nico, wo bist du? Kommst du hierher? Kommst du zu mir, Nico? Wo bist du denn? Ja, ich am Anfang vom Raum. Das ist Scheiße, weil dann komm ich nicht mehr rein. Wenn du da drin bist, da ist kein zweiter Spind. Da komm ich, da hab ich nein, keine Chance. Nein, ich bin nicht im Raum, ich bin kurz davor. Wieso ist bei mir so stehst du da einfach ohne Spind? Ja. Nein, Digga, nein, du musst den Spind suchen. Der tötet dich, der rennt da durch. Ich bin schon in dem Spind. Aber ich bin ja nicht im Raum. So, wenn du da stehst, einfach auf der Map, dann kommt er dir entgegen. Wusste ich doch nicht. Okay, du bist jetzt bis unten, wo der gelbe Pfad einen Haken schlägt. Ja. Beim roten Abteil und dann so schräg rüber und dann den Gang einfach hoch. Also, wenn ich jetzt aus dem Spind gehe, rechts oder links raus? Links. Okay, bei mir ist hier eine Sackgasse, Otto. Hier ist ein Spind schon mal. Bist du da? Ist das dein Licht? Bist du das? Was? Licht? Ja, okay, ich weiß, wo du bist. Ich bin hier ich in dem Spind grad, neben dir. Ich mach's grad an und aus. Ich bin im Spind neben dir, ja. Okay. Leute, ich bin jetzt am Ende vom Raum. Ja, wir sind hier, wir warten hier auf dich. Ja, es gibt keinen Spind mehr für dich. Der Typ ist halt die ganze Zeit vor mir am Spind. Wo bist du? Bro, warum bin ich jetzt aus dem Spind rausgeflogen? Hä? Wegen der Frage. Also soll ich jetzt weiterlaufen? Miko, wo bist du? Läufst du weiter? Ich bin hier. Ich bin bei euch. Ja, versuch das Ding zu Ende zu machen. Sollen wir hier, warten wir hier, Otto? Wir warten hier, glaube ich, erstmal. Miko möchte seinen Zuschauern zeichnen. Ja, okay, dann wenn Miko reinschießt, dann machen wir es. Einer nach dem anderen. Also erst versuchst du und wenn alle Stricke reißen, dann mache ich's. Ist auf jeden Aber Fall so weit nicht mehr weit. Nicht drei Viertel haben wir geschafft. In diese. Ich hab's gleich, glaube ich. Ich hab's gleich, Leute. Ich hab's. Was? Leute, wir haben es gemeistert. Dank meiner beachtlichen Intelligenz und mit Hilfe dieser Karte haben wir es gemeistert. Sind wir jetzt durch mit Part 1? Nein. Okay, schade. Wie Level kommen denn da noch? Wo sind wir? Das ist wieder Pool, das so. Hier? Ja, hier ist, glaube ich, kein Entity drin. Hoffen wir mal, ne? Nee, hier gibt's glaube ich nur diese Jumpscares aus Level 0. Bring mal rein. Ja, stimmt, das war er, glaube ich, oder? Ja. Jo. Das war das! Scheiße, das war das mit dem Parkplatz! Oh nein, nicht der Parkplatz! Wie ging das? Nico, wie ging das? Bro, du musstest irgendwelche Spinde nach irgendwelchen. Bro, bei mir buggt's! Ja, dann musst du deine. Du musst Spinde nach Schlüsseln durchsuchen. Geht dann aber irgendwann weg. An jeder Ecke. Von dem, vom Level ist ein Haus. Und da kannst du das aufschließen. Okay, wir suchen quasi. Und es ist aber nur ein Haus davon ist das Richtige. Also du kannst theoretisch drei falsch haben und dann das letzte richtig. Hört Scheiße, ihr auch so ein bei Stampfen? Mir. Hört wie lenkt man denn das Teil nochmal ab? Keine Ahnung, gar nicht, glaube ich. Toll. Okay. Hört ihr euch? Schnitzel ist gestorben. Ist der so riesig, oder? Ja. Den kannst du nicht übersehen. Der ist ziemlich schnell, also. Ich hab tatsächlich nur noch ein Leben. Hört ihr auch so ein leichtes Stampfen? Bjarne, hörst du auch aus dieser Richtung? Ja, er ist genau hinter mir. Ja. Er ist genau hinter mir. Nee, Miko. Ja, wir haben gerade, komm, wir müssen jetzt wo Miko gerade den Ablenk müssen wir safe. Eigentlich machen. Leute, das ist er. Okay, es ist er. Sind das hier locker? Ja, und da gibt's irgendwo Schlüssel drin. Aber wie macht ihr die denn auf? Miko, versuch mal. Man kann die nicht aufmachen, du kannst die nicht verstecken. Nee, ich meine aber so um Schlüssel dann. Oder werden die dann so markiert und sagst du Schlüssel rausnehmen oder wie? Die hängen so dran, Bro. Die hängen dran. Große. Ich hab einen. So. Ich hab einen Schlüssel. Wo sind die Häuser? Hier. An jeder Ecke von der Map ist ein Haus.
Ich hab ein Haus, soll ich mal probieren? Ja, mach. Warte, da sind drüben sind Spinte. Kann der so mäßig... Okay, it's locked. Okay, das ist es nicht. Da drüben ist der rote, da ist der Spawn hier. Das heißt, ihr seid wieder am Anfang. Ich hab einen Schlüssel. Ja, okay, dann rennt zu irgendeiner Ecke. Hauptsache nicht wie unten links, die habe ich schon geöffnet. Das Monster kommt, siehst du es da hinten? Wo kann ich denn öffnen? Ist das Monster da hinten? Okay, renn, Beko. Warte mal. Renn. Ja, es war's! Ich hab ja. Habt ihr einen Lack. Das ist Skill, Otto. War der nah bei uns gerade? Ja. Der ist komplett auf euch zugesteuert. Ey, ist das hier wo... Achso, hier muss man doch so ewig laufen über so Grüße. Ja, das hier war erstmal, glaube ich, chillig alles. So, sagt mir mal, was... Hier gab es so einen Raum mit so Bällen, mit so Gerüsten. Oh nee, hier gibt es wieder Farbkugeln. Ja, das ist doch das. Aber wo waren also denn die gut, orange, gelb, weiß und grün. Nee, weiß, gelb, orange und dann... Hier, grün. Okay, dann grün, weiß, gelb, orange. Ja. Hab's. Okay, hier ist eine Brechstange. Ja, hab sie genommen. Legostein. Y. Ja. Ist es immer Y? Ja, immer wenn da Y Doppelpunkt N steht. Bro, also ich bin wirklich richtig kacke in Jump'n'Run, ne? Ich bin auf jeden Fall als erstes ich sterben. Ich seh nix. Und das ist schlecht. Digga, ich schaff schon das erste nicht, ich sag's euch ehrlich. Du musst den Sprint einfach drüber springen. Ja, das schau ich nicht. Jetzt, wo muss ich jetzt lang? Hey, ich run das Teil gerade. Warte, ich renne dir hinterher gerade. Ich bin tot. Warte, ich hab aufgeholt, Bro. Bin besser als du. Oh, bin fast runtergefallen. Ich bin auf jeden Fall besser als du. Ich bin ja nicht runtergefallen, das ist das Ding. So, das macht den Unterschied, Sackgasse, weißt du? Oder was? Ach, nee, hier. Auch noch nicht runtergefallen. Nee, so, falls ihr beide noch failt, Alter, dann... Nee, haben es schon geschafft. Nein, haben wir noch nicht, noch lange nicht, Digga. Jetzt kommt erst das Schwierigste. Ja, aber das ist doch absolut safe. Es geht doch nur um die Knöpfe, die so ekelhaft sind. You are an idiot. Okay, geh doch mal die Map an. Ich jetzt? Der Schlüssel passt nicht. Ja, wie schnell habt ihr das denn gemacht? You are an idiot. Ja, aber der Schlüssel passt nicht. Jetzt? Bin ich jetzt falsch gelaufen, oder was? Otto, du musst... Komm mal her. Miko, you are an idiot, ist das dann... Bin ich da falsch gelaufen? Nee. Nein, das ist richtig. Wo muss ich dann hin? Versuch mal, einen Schlüssel zu finden. Links. Irgendwie Jump'n'Run. Links. Links neben dem Computer, Bro. Und wo muss ich dann hin? Irgendwo. So. Kann ich dir jetzt schwer erklären, das ist ein Labyrinth. Hä? Bro, ist es hier einfach nur... Geht's einfach nur runter? Geh, mach mal hier das auf, das ist das, Otto. Egal, erklär's mir jetzt, Bro. Ja, danke. Ah. Alles klar. Hat richtig richtig, danke, dass du mir auf jeden Fall gesagt hast, wo ich lang muss. Er muss einen Durchgang finden. Dann einen... Ja, ich kann das nicht erklären, Bro. Es geht ja nicht nur geradeaus. Es gibt doch mehrere Wege. Hä? Aber ich bin doch bei diesem Computer jetzt gewesen. Da musst du doch wissen, wo du dann da langgelaufen bist. Gesehen, oder? Ich bin ja jetzt tot. Es ist eh egal. Ach so. Okay, dann müssen wir zurück, Nico. Okay, das war er. Jetzt müssen wir aber wieder Jump'n'Run machen. Bro. Jawohl. Jetzt kam das mit diesen Bildern zuordnen, oder? Spawnen wir jetzt wieder oder ist es immer noch? Ja, es müsste wieder spawnen. You cannot respawn unless everyone is dead. Okay, dann ist es doch. Ah, das ist. Ihr könnt noch nicht respawnen. Wir müssen erst warten, bis ich und Miko dieses Level hier beendet haben. Das ist aber schon nicht. Der letzte. Nein, doch, glaub, kann es sein, Raum, dass ihr keine Leben mehr habt? Nein. Doch, ich bin erst einmal geschmiert. Das passt, weil das ist immer noch dasselbe Level hier. Ja, aber das zählt insgesamt, Bro. Ach, das passt schon. Nein, Bro, ich glaube, die haben keine Leben mehr. Bro, die können doch jetzt nicht mehr mitspielen dann. Das ist nicht das letzte Level. Ja, aber ich bin erst einmal gestorben. Aber doch, ja, in dem Level. Ja, das kann wirklich sein, dass es insgesamt ist. In dem Level, aber du bist doch mindestens in Level Run schon zweimal gestorben. Ja, in Level Run bin ich nur einmal gestorben. Ja. So, Miko, was passiert, wenn wir beide... Wenn bei dir nicht steht, so Hallo? Und so viele Lives was ist, left... Was ist los? Warum? Was ist denn, wenn wir beide jetzt resetten? Dann können wir hier weiterspielen, Bro. Hey, was ist denn jetzt? You cannot respawn unless everyone is dead. Heißt das also jetzt? Dann... Ja, ich glaube, wir müssen nochmal neu starten. Nee, oder? Nee, okay, resetten. So, das war's. Resetting the level. All players are dead, resetting the level. Was?
40 Robux. Ja, aber bei mir steht's immer noch. Okay, ich glaube, wir müssen... Also ich kann wieder nur zuschauen. Ja, geh mal back to Lobby. Müssen wir jetzt neu beginnen? Machen wir neue... Nee. Nein, wir können da weitermachen bei dem Level. Nur dann haben wir wieder volle Leben, Lobby. Leute. So haben wir es eigentlich nicht geschafft, quasi. Wir hätten es aber schaffen können. Also jetzt mal ganz ehrlich, danke. Also, wir sind gerade... Einige von uns sind gerade gestorben, deswegen sind wir jetzt nochmal hier. Aber, ja, ich würde das jetzt einfach mal aus dem Video rausschneiden, wie wir das hier nochmal machen. Ihr habt es ja bereits gesehen. Deswegen, wir sehen uns dann, wenn wir das Level hier schaffen. So, Leute, wir sind jetzt im nächsten Level. Und, ja, jetzt geht's auf jeden Fall weiter, wa? Lowell. Der Entities? Nee, bro, du musst nur Bilder finden und die dann in den richtigen Rahmen hinsetzen. Mag das Level nicht. Crazy, Bro. Da ist ein riesiger Stuhl. Das sind mehrere, das sind noch Klaviere und alles. Ich habe ein Bild. Kann man eigentlich nur ein Bild aufnehmen? Das ist eine Tür, oder? Ein Bild ist abgeliefert. Einen ewig langen Weg lang gelaufen. Da war nix. Einfach Sackgasse. Okay, zweites Bild ist drin, wir brauchen nur noch eins. Stimmt, war das nicht so, dass auch mal ein Bild so über dem Türrahmen hing? Muss so hinter die Türen gucken. Das war mal so. Kann ich mich nur dran erinnern. Was sind hier so viele Klaviere, Digga? Bro, ich bin beim Exit irgendwie. Ich bin beim Exit. Nee, der gibt's nichts, hab ich schon alles. Nee, ist so ein Exit-Schild halt. Nee, den meinte ich nicht. Hier oben ist eine Tür an der Decke, what the hell? Was? Nicht? Da, wo das Exit-Schild ist, da ist gar nicht das Exit. Geh hier dann nicht. Hä? Was ist das? Ich bin schon wieder hier. Wie bin ich denn jetzt da hingekommen? Ich bin im Kreis gelaufen irgendwie. Bro, hier ist eine Raum hier. Unendlich entdeckt, Bro. Crazy. Ich hab gefurzt. Ey, ich will auch ein Bild finden. Ich kann mir nur noch vorstellen, dass sie so richtig widerlich in diesen schierbar endlosen Gängen was versteckt haben. So irgendwo an der Seite oder so. Das könnte ich mir noch vorstellen. Hab's. Es war tatsächlich so richtig Arsch. So komplett in so einem Raum, wo so ultra viele Wände sind. Sortier noch nicht. Pass die Bilder noch nicht an, weil wenn die Bilder richtig einsortiert sind, dann geht dir die Hölle los. Warum? Dann wird's halt einfach rot und man hört so goofy as down. Das ist richtig bärsig. Ja, können wir jetzt alle hier hin? Ich höre, wie du dieses Bild trägst. Also was? Ich? Hä? Was? Nee. Ich sehe nicht. Ja, nee, du siehst das nicht, aber es klebt einfach in deinem Rücken dran. Guck mal, ich sehe das Bild. Ja, man sieht sich, das ist einfach auf der einen Seite. Ist es bemalt und auf der anderen Seite weiß. Auf dem Rücken ist weiß. Okay, soll ich es reinhängen? Ja, aber es ist sowieso die falsche Reihenfolge. Ja, okay, das war richtig. Dann das hier rein und das da rein. Wir müssen das so oft sortieren, bis hier... Kann ich den denn nehmen oder sortieren? Okay, das war's. Ey, bei mir hat Miko immer noch das Bild. Nee, Otto hat das Bild. Otto hat bei mir jetzt einfach auf dem Rücken immer noch Regenzeiten. Ja, aber bei mir auch. Otto hat bei mir auch das Bild. Otto, der Grabräuber. Ja, das ist schon wahr. Nicht, dass es nicht, dass das fehlt. Imagine, das ist noch jetzt noch nicht. Ich hab den Ausgang, Leute. Ich hab's. Soll ich rein? Ja. Hoffentlich geht das Bild weg. Imagine nicht. Naja. Das ist schon crazy, Digga. Okay, willkommen in den Fun. Das ist Real Talk schwer. Naja, ist es nicht schwer, wenn man. Wenn man Leute aber du musst es halt erstmal verstehen. Also hier sind so Partygoer, die kannst du nur erkennen, wenn du durch deine Kamera guckst. Wie kann man das machen? Z. Lass mal Skript drücken auf Space. Nein. Okay. Auf Z hast du dann deine Kamera. Und da sehe ich nur dann diese Viecher. Ja. Ein Viech. Es ist einer und wenn du den anschaust, dann bewegt er sich nicht. Wenn du wegschaust, dann rennt er auf dich zu. Der ist aber, richtig schnell. Aber hier ist er noch nicht. Wenn du ihn zu lange anschaust, dann portet er sich hinter dich. Und dann müsst ihr euch so positionieren, dass der eine immer den anderen anguckt und dass, wenn er sich hinter einen teleportiert, dass der andere ihn dann trotzdem noch anguckt, dass er dann nicht laufen kann, weißt du? Und normalerweise musst du dich dann immer so ganz schnell umdrehen. Mach ich und Basti. Also wir müssen ihn quasi einsperren, so. Nee, ich und Basti machen das. Ja, aber, ja. Ihr müsst Teddybären suchen. Ja. Also im Moment gerade Knöpfe.
Hier ist ein Stern. Okay, okay. Jetzt fängt der Spaß an. Wo ist ein Otto? Otto, lass mal sammeln, damit wir dann... Ey, wir müssen doch erst um so eine Ecke mäßig und dann kommt noch so... Dann öffnet sich doch hier die Luca die ein, oder? Ey, wartet auf mich, Bro. Ich bin ziemlich weit hinter euch. Ey, hier hinten... Hä, wir hatten noch gar nicht alle Sterne. Ich hab grad einen aktiviert. Ey, hier hinten öffnet sich doch gleich das Tor, oder? Okay, dann haben wir noch nicht alle Sterne, okay. Dann. Nee. Was ist das? Ich höre irgendwelche Sounds. Ich weiß noch, man musste sich hier irgendwo so richtig goofy durchbacken. Ja, jetzt war man hier, genau. Jetzt musste man hier hoch und hier war ein Stern. Hier geht's auf jeden Fall noch weiter. Ja, diese Sounds verstören mich. Ja, die Sounds, die reichen auch schon. Also ich habe jetzt auf jeden Fall noch einen ausgewählt, keine Ahnung. Okay, hab hier noch einen. Okay, dann let's go, ne? Let's go. Ich nehme die Kamera in die Hand. Hier ist er, ich sehe ihn. Wo? Hinter euch. Ja, einer muss anschauen. Gefühlt schon direkt. Okay, okay, Otto, ich guck dich an. Nein, Otto, guck du mich an. Ich guck ihn an. Okay. Und wir bleiben jetzt so. Oh, er ist bei mir. Okay. Ja. Glaub, das ist jetzt gut. Okay, jetzt ist er getrappt. Okay, Jani, jetzt können wir gehen. Guck, und wenn du jetzt die Kamera nicht in der Hand hältst, dann siehst du ihn nicht, gell? Ja. Ah, krass. Ach, ja, okay, das kann jetzt etwas dauern. Ja, sollen wir uns aufteilen oder zusammensuchen? Ja, wäre besser. Der kann euch eh nichts mehr jetzt. Hab einen Bär. Also alleine stelle ich mir die Map ja sowas von nicht chillig vor. Oh ja. Ja, Bro. Du musst immer hinter dich gucken, so. Wo wir gerade alle rein sind, ne? Ich hab gewusst, dass der sich hinter uns tippt, ne? Der stand dann hinter uns allen dann. Direkt schon, wo wir reingegangen sind. Das ist widerlich. Bro, ich bin gerade im Labyrinth. Bin irgendwo richtig, glaube ich. Ich hab einen Bär. Ich hab noch einen Bär. Nice. Ah, ich hab auch einen, glaube ich. Ja, es ist offen, Bjarne. Ach, haben wir schon alle. Ja. Wo bist denn du? Otto, soll ich schon reingehen? Ja, passt. Ich bin aus Versehen reingegangen, Bro. Oh nein, ich also. Das ist das, ja. Och nee. Warte mal, wie ging das hier nochmal? Einer muss sich immer dahin stellen und den Alarm dann immer ausmachen. Bro, gab's hier nicht das mit dem Tod oder Basti, so? Basti, machst du das mit dem Alarm? Ja, wenn ihr mit Sektor ist. Da kam doch immer, wenn der Alarm an ist, kam doch dann einer, ne? Ja. Und dann bekommst du oft Jumpscares. Oft. Außer wenn, ja doch, ja wohl, stimmt, hast du recht. Bekommt man dann auch nicht. Und wenn du den Jumpscare bekommst, dann geht der Alarm an. Hier ist der Alarm. Die, ja, das heißt möglichst oft auf dem Boden. Oder? Und okay, wer kümmert sich um den Alarm? Ich mach Alarm. Ja, hier ist er, ich sehe ihn. Er guckt mich an. Ich hab einen Jumpscare bekommen. Ja. Hä? Er guckt mich irgendwie an, aber er stackt in der Wand, deswegen bekomme ich keinen Jumpscare. Leute. Seh ihn nicht. Wo denn? Ja, genau hier. Jetzt ja, ist der ist für der spawnt bei uns ein. Ja, das sieht nicht jeder, das ist bei jedem unterschiedlich. Ja. Wie sieht denn nochmal aus? Das ist so ein weißes Alien. Weißes Alien. Nee, Kamera bringt nichts. Ah, ich hab ihn wieder bekommen. Wie schnell muss man denn eigentlich ausmachen? So schnell wie möglich. Ey, das ist so ekelhaft, dieser Jumpscare. Vor allem, du bekommst ihn halt ständig die ganze Zeit. Muss man auch. Ah! Ich hab das Gefühl, ich bekomme den nie. Weil ich hier stehe. Weil du da aber auch so goofy stehst, weißt du? Du guckst ja in der. Also wenn du nach hinten gucken würdest mal oder so. Will ich aber gar nicht. Liegen die eigentlich so rum, die Tools, oder? Ja. Ja, du musst überall so gucken, mal in den Schränken und so. Okay, hab eins. Such mal lieber weiter mit Tools. Haben Schraubenzieher. Aber ich hätte schon lange kein Jumpscare, oder? Ich hatte jetzt einen. Sollte die Fresse halten. Da, guck. Was ist? Was soll ich machen? Da kann man jetzt irgendwas cutten. Irgendeinen. Ja, welches Kabel? Ja, das muss man irgendwie rausfinden. Oder das rote? Das muss man rausfinden. Guck mal, der steht bei mir in der Wand drin. Bro, ich sehe seinen Fuß oder so. Sein Fuß, Digga. Oh, holy shit, was ist denn das? So länger ich keinen Jumpscare habe, umso mehr habe ich Angst davor einzubauen. Ja. Hab bis jetzt noch gar keine Angst hinzukriegen. Hattest du schon einen? Weil ich nicht, aber nicht krass. Ja. Erschreckt hätte oder so. Kommt immer eigentlich auf die sehr Situation an. Kommt in eine, auf die Situation an, in der du dich befindest, wenn du dich ultra gerade konzentrierst oder so, weißt du? Da hab ich plötzlich Angst. Scheiße. Wer hat einen bekommen? Ich. Oh, ich hab ihn bekommen. Mach aus! Hab ich. Ah, hab noch eins. Zeichne. Ja, jetzt muss ich nochmal ausmachen. Warum geht's nicht aus? Die Hebel müssen sich jetzt regenerieren. Hab ich doch, weil du zwei bekommen hast, Otto und Bjarne nochmal einen, aber das dauert, bis die Hebel wieder oben sind, wenn ich hier ausmache. Was ist denn? Ach, Digga, ja. Wer hat denn den Jumpscare bekommen? Ich. Crazy. Was ist denn überhaupt, weil wenn ihr da so, oder warum habt ihr, was passiert denn, wenn der Alarm angeht? Tötet ihr euch dann, oder?
Ja. Nur wenn ihr ihn anschaut, dann hier umher oder was? Ja, dann da, wo du einen Jumpscare bekommen würdest, da wirst du dann getötet. Haben wir zwei. Was haben wir noch? Ich habe gerade gesagt, ich habe noch eine Zange gefunden. Damit können wir den Kabel durchschneiden dann. Alter. Jumpscare bekommen. Ich bin gestorben. Ich bin gestorben, weil du erst den Jumpscare bekommen hast und ich dann direkt danach. Bro, was war denn das, Digga? Alter. Digga, crazy. Wahnsinn. Ja, deswegen sollten wir nicht zusammenbleiben. Ein Kabel durchschneiden. Ich hab schon wieder einen. Okay, soll ich ein Kabel durchschneiden? Alter, wie viele Werkzeuge gibt's denn? Ich glaube, ich habe den Ausgang gefunden, kann das sein? Warte mal. Das muss doch eigentlich hier draufstehen. Ich glaube, es ist scheißegal, ich schneide jetzt irgendein Kabel durch. Ja, mach mal. Hab's. CMD gleich Y. CMD? Y. Also wieder Y. Nee, es ist falsch. Such mal F von X ist Y mal MX Quadrat oder so ein Scheiß. Was ist denn CMD? Central Monitor Device. Und was heißt gleich Y? Weil Y. Nee, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das richtig war. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was CMD bedeutet. Command vielleicht? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Nein. Y geht nicht. Vielleicht ist auch das Tor jetzt offen. Guck mal, ob das Tor offen ist. Wo war denn das? Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo das war. Alter. Digga. Crazy. Crazy Jumpscare, Bro. Ja, das kann ich halt. Soll ich jetzt hinter dir her oder nicht? Ich bin beim Tor. Ist nicht offen. Doch, ist offen. Hä? Lol. Okay, das Tor war offen. Ja, Leute, wir haben das Level geschafft. Schwärmen wir uns nicht. Wir haben das Level geschafft, Leute. Was soll ich sagen? Oh, nee, kommt das Level mit dem Boot. Nein. Ja, wir müssen so Löcher stopfen. Ja, da kommen gleich Löcher ins Boot, also, und die musst Bjarne, du fixen. Da kommen jetzt Löcher ins Boot. Ja, genau. Okay, ich nehme die hintere Seite. Ich mach vorne. Mach Mitte. Irgendwie. Mitte. Ja, du hast Mitte. Da. Ja, Digga, ich will da machen, Junge. Geh doch mal hier weg, Alter. Ich interacte bereits. Das backt eh rum, der Bleib da. Wie stopfen wir die Löcher? Oh, ich weiß gar nicht. Bleib da, dir hinter Mikro. Aufgucken und E drücken. Hab ich? E. Ja. Ups. Bjarne, pass. Ey, du musst mal. Bjarne, geh mal bis hinter zum Motor. Ich mach Motor. Sehe vorne Platz gerade gar nichts. Ich hab's generell, glaube ich, nichts. Kann das sein? Hab's. Doch, bei Miko ist ultra viel. Ja, bei Miko, aber bei mir nicht. Wir haben auf jeden Fall gerade gut Abstand. Ja. Hier? Ja, ich mach das schon. Wir sind gut weit weg, oder? Warte. Ja, aber. Ja. Wenn dein Motor mal kaputt geht, so, man muss halten. Warum müssen wir überhaupt hin? Ja, es geht nur eine bestimmte Zeit, glaube ich. Du fährst gar nicht. Du lenkst nicht. Nee, es fährt Bro, einfach. Bro, was denkst du? Es fährt einfach. Ja, das Auto fährt. Ey, wie lange noch? What the fuck? Mager. Ja, oh mein Gott. Da wird 90% rausgeschnitten. Oh, das war scheiße. Das musst du. Du musst erstmal eine Bärenfalle finden. Die musst du dann hier aufstellen. Dann musst du den Typen von Level 0 musst du hier herlocken, Digga. Also, wir müssen eine Bärenfalle finden jetzt. Ja. Die ist hier irgendwo. Okay, was machen wir, wenn wir die haben? Denn jetzt eigentlich noch? Dann musst du hier hin und dann kannst du die platzieren. Wenn einer die Bärenfalle findet. Okay, ich hab ihn. Ich hab was ihn. Bärenfalle? Kann ich auch wegrennen? Nein, ich hab nicht die Bärenfalle. Aber das Ding habe ich ja, grad. Ja, du kannst wegrennen, Bro. Spawnt die dann irgendwo, oder? Ja, die muss irgendwo liegen, Digga. War ich aber auch so, dass da so ganz viel schwarzer Stuff ist, oder? Ja. Ja, das ist überall. Ich habe hier eine fette Steckdose gefunden, Digga. Dieses Schwarz frisst ultra das Licht auf. Ja, das ist richtig Mist. Wie riesig ist das denn hier? Sommer und Ernst? Geh mal drauf. Was ist denn Badge Ben? Das ist ein Abzeichen. Oh, hat jemand Ben geearnt? Ja, hier ist was. Streichhölzer. Ich habe Streichhölzer. Hey, Mikro, bin gerade hinter dir. Nee. Wo bist du? Nein. Ich hab die Bärenfalle. Doch. Tatsächlich. Hallo. Ey, guck mal. Ich hab die Bärenfalle. Stark. Wo bist du? Wo ist Otto? Ich weiß es nicht. Ich hab Otto, die Bärenfalle. Hallo. Wir finden jetzt den Rückweg. Hallo. Hört ihr mich? Nee. Ja, hallo. Ich hab die Bärenfalle. Ich weiß, dass du Bärenfalle hast. Ich finde den Rückweg. Ja, und die platziert man dann irgendwo, oder was? Ja. Nee, okay, wir müssen da uns bei dem Spawn, finden. Beim Spawn platzierst du die. Ja, okay, ich pfeif mal. Ich hab's gehört. Ich glaub, wir sind richtig bei den Pfeilen. Hä, was ist denn das? Ich sehe hier keine Pfeile, ehrlich gesagt. Egal. Oh, pfeift alle mal Pfeil. Permanent.
Was ist denn das? Pfeift mal. Ah, ah, Benzin, wir haben Benzin gefunden. Wir fackeln das Teil dann ab. Ja, klar. Pfeift mal permanent. Ich pfeif mal, ich bleib mal stehen, sucht mich mal. Bleib mal stehen, sucht mich mal. ich bleib stehen. Ey, warte mal, ich habe euch wieder verloren, Leute. Ach man. Dann rennt man nicht so schnell. Ah, der ist hier irgendwo. Ich hab grad Herzklopfen. Okay, geh weg. Pfeift. Der war gerade hier irgendwo gewesen. Pfeile sind vielversprechend. Ein Stuhl. Aber waren das nicht die Pfeile, die wir gerade eben schon hatten? Nee, gibt mehrere Pfeile. Hier war vermutlich die Bärenfalle, oder? Nein. Doch, ja, wir sind bei Spawn. Ja, ich seh ihn. Ey, hab ich die geplaced gerade? Ja, ich seh ihn auch. Ich seh ihn auch. Und jetzt? Okay. Und jetzt müssen wir ihn hierher locken. Okay, er läuft her. Nein. Er läuft her. Er ist schon so ziemlich nah, das ist ja gut. Ja, ist das gut? Ja. Ja, doch, richtig gut. Der ist richtig, Alter, das ist richtig gut. Ja, wir haben's. Digga, das war ultra OP, dass er hier gleich war. Crazy. Wobei, jetzt wird er hier. Der ist auch gerade in der POV, ne? Ja. Ich glaube, das war's gewesen. Warte. Das ist Kapitel 2 anfangen. Ja, aber das geht noch nicht weiter. I've been looking for you, you know. I've come to help you. I'm just so kind, am I not? Well, the tasks here can be a little tricky, but fear not, because I am here. We're friends now. So Leute, das war's gewesen mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. So, wollt ihr noch was sagen? Mach die Endbombe, Basti.